Herzlich willkommen in Israel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Fokus Jerusalem haben wir auch heute wieder eine halbe Stunde Aktuelles und Hintergründiges aus dem Heiligen Land für Sie. Hier unser Themenüberblick. Kirchenneubau in Ma'alot, wie Christen im Judenstaat gefördert werden. Skispaß am Berg Hermon, weshalb Israelis den Schnee lieben. Johannes Gerloff beantwortet Zuschauerfragen. Schlachten oder Schächten? Am Anfang unserer Sendung steht aber wie gewohnt der Blick auf die aktuellen Meldungen aus Israel. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israels Justizministerin Ayelet Shaked hat 4 neue Richter für den obersten Gerichtshof ernannt. Ihre Vorgänger scheiden altersbedingt aus. 3 der neuen Richter gelten als erzkonservativ. Ministerin Shaked erklärte, der Gerichtshof werde jetzt hoffentlich aufhören, seine Entscheidungen unabhängig vom Willen der Bevölkerung zu treffen. Das oberste Gericht Israels hatte in der Vergangenheit mehrfach Regierungsentscheidungen aufgehoben und dabei auf die liberalen Gesetze verwiesen. Gaza wird in der westlichen Presse gerne als hermetisch abgeriegeltes Freiluftgefängnis bezeichnet, in dem die Palästinenser leiden. Dass dieses Bild nicht vollständig ist, belegen die Bilder aus einem neu eröffneten Shoppingpalast in Gaza. Dort hat kürzlich ein großes Einkaufszentrum eröffnet. Im Capital Mall kann auf 5 Etagen nach Herzenslust eingekauft werden. Neben Kleidung gibt es dort Bücher, Drogerieartikel und Schmuck. Mehrere Restaurants laden zum Essen und Genießen ein. Mit dem Bau des Einkaufszentrums war 2012 begonnen worden. 3 Palästinenser aus dem Gazastreifen sind in einem Schmuggeltunnel ums Leben gekommen. 5 weitere wurden verletzt. Offenbar hatten sie Gas eingeatmet, als sie versuchten, den Tunnel zu reparieren. Er führt zur Sinai-Halbinsel und war von der ägyptischen Armee zerstört worden. In den unterirdischen Gängen kommt es immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen. Im vergangenen Jahr kamen nach Hamas-Angaben 22 Kämpfer ums Leben. In den meisten Fällen waren die Tunnel eingestürzt. Die Hamas setzt zum Tunnelgraben auch Kinder ein. Am Marathonlauf in Tel Aviv haben in diesem Jahr mehr als 40.000 Sportler aus der ganzen Welt teilgenommen. Damit ist der Tel Aviv-Marathon das größte Laufevent des Heiligen Landes. Tausende Menschen ließen sich das sportliche Spektakel nicht entgehen und jubelten den Läufern vom Streckenrand aus zu. Der Lauf begann am Tel Aviv Convention Center im Norden der Stadt und führte über die Strandpromenade, dann weiter durch die historische Altstadt bis nach Jaffa. Am schnellsten war ein Läufer aus Äthiopien. Wir kommen zum Wetter. In Israel herrschen schon angenehme Temperaturen. In Jerusalem werden die nächsten Tage bei heiterem Wetter zwischen 19 und 25 Grad erwartet. In Tiberias am See Genezareth klettert das Thermometer zeitweise auf bis zu 27 Grad. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Tagesaktuelle News finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut. Im Nahen Osten brennen immer wieder Kirchen. Jahrtausende alte christliche Gemeinschaften werden vernichtet. Vor 100 Jahren stellten die Christen noch 20% der Bevölkerung im Nahen Osten. Heute sind es nur noch 3%. Aus Syrien, dem Irak, dem Iran, aber auch aus Saudi-Arabien, Ägypten und den Palästinensergebieten erreichen uns immer neue Berichte über Christenverfolgungen. Ganz anders sieht es in Israel aus. Seit der Staatsgründung 1948 hat sich hier die Zahl der Christen vervierfacht. Und es werden neue Kirchen gebaut, zum Beispiel in Ma'alot. Ma'alot ist eine Kleinstadt im äußersten Norden Israels. Neben alteingesessenen Juden leben hier Neueinwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, Muslime und arabische Christen friedlich zusammen. Pastor Hatim Jiris und seine aus Deutschland stammende Ehefrau Renate betreuen eine kleine, aber rasch wachsende, unabhängige evangelische Gemeinde. Ihr Gemeindesaal ist für die vielen Besucher zu klein geworden. Ja, die sind Araber, Christen, und in Nordisrael wohnen hier viele arabische Christen.
und sind einfach wie ich gesagt, von verschiedenen Dörfern. Könnte man sagen, die kommen von dem katholischen Hintergrund oder orthodoxen Hintergrund. Leute, die eigentlich nicht viel mit dem Kirche zu tun haben. Und dann unser Dienst, dass wir einfach denen Jesus und die Bibel vertraulich zu machen. Und dann kommen sie zum Glaube, entscheiden sich für Jesus und dann kommen in unsere Gemeinde. Obwohl der Gemeindesaal oft aus allen Nähten platzt, dachte das Pastoren-Ehepaar zunächst nicht an einen Neubau. Wir hatten Besuch von einem Pastor aus Ägypten. Und dieser Pastor kam zu einer Konferenz, die wir im Sommer in Gadot abgehalten haben. Und während der Konferenz hat er uns ein prophetisches Wort gegeben. Er hat gesagt, diese Gemeinde wird eine Kirche bauen. Und in diese Kirche werden viele Menschen kommen von der ganzen Umgebung. Und auch jüdische Leute und Leute von den Nationen. Und es wird ein großer Segen sein für die Umgebung. Als sich die evangelischen Christen an die Stadtverwaltung wandten mit der Bitte für ein Stück Land, um ein Gemeindezentrum zu bauen, hat der Bürgermeister die Bitte schnell erfüllt. Der Bürgermeister gesagt, congratulations. Und mein Glückwunsch, wir habt ein Stück Land, ihr bekommt ein Stück Land, ihr dürft darauf Kirche bauen. Und auf der Kirche möchte ich gerne ein Kreuz sehen, ein Kreuz, das man schon von weit weg sieht. Und dieses Land ist ein Geschenk von unserer jüdischen Seite und soll einfach ein Segen sein für die ganze evangelikale Welt. Die Stadtverwaltung hilft bei der Planung und möchte den Kirchenneubau weiter unterstützen. Unsere Aufgabe als Stadtverwaltung ist es, das Leben der Menschen hier zu entwickeln, ihnen Möglichkeiten zu geben, um sich zu entfalten. Das Grundstück in einer guten Wohngegend von Ma'alot steht bereits zur Verfügung. Auf dem 1500 Quadratmeter großen Gelände soll das neue zweistöckige Gemeindezentrum mit einem Veranstaltungsraum und einem Gebetssaal entstehen. Daneben soll ein Garten angelegt werden. Das ist die nördlichste Stadt Israel. Und unser Ziel, dass wir einfach Licht für die ganze Menschen hier, ob das sind Juden oder Moslem oder Christen, das ist das Ziel, wo wir einfach Menschen mit Jesus bringen, mit die Botschaft von der Bibel erreichen. In Galiläa hat Jesus gewirkt. Hier nahm das Evangelium seinen Anfang. Und von hier aus soll es nun viele weitere Menschen erreichen. Trotz Boykottbewegung, Kriegsdrohungen und Terroranschlägen genießen die Israelis das Leben, feiern und sind fröhlich. Aber fröhliche Israelis bei Schneeballschlachten auf Skipisten, auch das gibt es im Heiligen Land. Und zwar auf dem Berg Hermon, ganz im Norden des Landes. In diesem Winter gab es dort heftige Schneefälle und das einzige Skigebiet des Heiligen Landes musste zeitweise wegen Überfüllung schließen. Wintersport und Skiurlaub verbindet man nicht unbedingt mit Israel. Doch auf dem Gipfel des Berges Hermon befindet sich das einzige Skigebiet des Heiligen Landes auf einer Höhe von 1600 bis 2040 Metern. Knapp 45 Kilometer Pisten stehen den Wintersportlern zur Verfügung. 9 Lifte befördern die Gäste. Geboten wird Skispaß für jedes Können. Die Abfahrten haben wie in Europa unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Blau, Rot und Schwarz bzw. leicht, mittel und schwer. Der längsten Piste folgt man auf 2,5 Kilometern. Am Wochenende herrscht auf dem Berg Hermon ein riesiger Andrang. Da kommen dann bis zu 11.000 Besucher pro Tag. Ausverkauft. A lot of people are coming. Es kommen sehr viele Leute am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit. Jeder will so früh es geht auf der Piste stehen. Viele fahren nachts, damit sie früh morgens hier sind. Normalerweise öffnen wir um 8 Uhr, aber jetzt ist es 7.30 Uhr und wir haben schon geöffnet.
Wir werden den ganzen Tag über viele Besucher und viel Anreiseverkehr haben. Deshalb empfehlen wir immer, kommt so früh wie möglich, um die Staus zu vermeiden. Nicht alle fahren Ski oder Snowboard. Zahlreiche Besucher kommen herauf, um einfach etwas im Schnee zu gehen, einen Schneemann zu bauen oder eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Zudem gibt es im Skigebiet eine Sommerrodelbahn, die auch im Winter fährt. So können die Besucher das ganze Jahr über Spaß haben. Schnee gilt im Heiligen Land als Rarität. Deshalb unterschätzen auch viele Besucher die kühlen Temperaturen in der großen Höhe. Die Israelis kennen solche Temperaturen nicht und sind das Wetter nicht gewöhnt. Sie kommen mit einer dünnen Jacke hier herauf und sagen, wir wussten nicht, dass es so kalt ist. Wir haben zwar gehört, es soll kalt sein, aber nicht, dass es so kalt ist. Wir haben einige Geschäfte, in denen es Handschuhe und Mäntel zu kaufen gibt oder sogar Stiefel für Kinder. Besucher können hier ihre komplette Skiausrüstung leihen oder kaufen. So they can get the whole equipment here if they don't have it with them. Das gilt auch für Schlitten, Bobs, Rutschteller und Reifen. Rudi Dellinger kommt aus Mariazell in der Steiermark. Dort betreibt der Österreicher eine Ski- und Snowboard-Schule. Auf dem Hermon gibt er sein Wissen an die Israelis weiter. Wir haben jetzt da 15 zukünftige Instruktoren, die hier auf Mount Hermon arbeiten werden. Und ja, das Ganze ist für mich eigentlich ein Riesenspaß, weil ich habe nicht gedacht, dass der Berg so lässig ist, dass man so nette und lässige Verhältnisse hier hat. Es ist ein super Berg mit tollen Freeride-Optionen und ja, freundliche Leute hier, ist nett, macht Spaß. Ich komme auf jeden Fall wieder. Der Schnee in dem Gebiet kommt nicht aus Schneekanonen, er ist natürlich. Das liegt zum einen daran, dass es in der Gegend an Wasser für den Kunstschnee fehlt. Zum anderen ist es für die Schneekanonen nicht kalt genug. Doch das natürliche Weiß kommt an. Ja, das ist spannend eigentlich, wieder mal endlich auf Naturschnee zu fahren. In Österreich nur noch ganz selten möglich, dass der Naturschnee eigentlich dominiert. Und das ist hier eigentlich lustig und gut gepflegt. Also ich kann jetzt nichts Negatives sagen, ganz im Gegenteil. Bemühen Sie, dass Sie jeden Tag tolle Pisten herstellen und das hat die 10 Tage, die jetzt da war, toll funktioniert. Die Skisaison beginnt Mitte Dezember und endet Mitte März. In dieser Zeit liegt meist Nassschnee an den oberen Hängen, manchmal bis zu 2 Meter hoch. Bei gutem Wetter kann man vom Berg Hermon aus bis nach Haifa und an die Strände der Mittelmeerküste sehen. Der Jerusalemer Theologe und Journalist Johannes Gerloff beantwortet heute wieder Fragen unserer Zuschauer. Das jüdische Gesetz gibt strenge Regeln für das rituelle Schlachten von Tieren vor. Es wird mit einem speziellen Messer durch einen einzigen Schnitt am Hals getötet, ohne dass es zuvor betäubt wird. Wird das Schächten korrekt ausgeführt, wird das Tier schnell bewusstlos und stirbt innerhalb von 10 bis 15 Sekunden. Ist Schächten der Wille des Allmächtigen oder handelt es sich um Tierquälerei? Frau Dorothea Battelt aus Rindeln stellt eine Frage, die, so glaube ich, viele Menschen in Deutschland immer wieder bewegt, gerade auch Christen, denen es darum geht, dass Juden die Freiheit haben, gemäß ihrer Tradition und ihrem Glauben zu leben. Frau Battelt fragt in Bezug auf das Thema Schächten. Es geht um das rituelle Schlachten von Tieren gemäß dem jüdischen Gesetz. Hätte sie gerne eine Auskunft. Sie schreibt, ich bin sicher, dass Schächten keine Tierquälerei ist, denn sonst hätte Gott es den Juden nie befohlen. Aber in Gesprächen mit verschiedenen Menschen, der eine davon ist Christ, wurde die Meinung vertreten, dass das Schächten verboten werden sollte. Aber, so denkt Frau Battelt, wäre das nicht eine Katastrophe für die Juden in Deutschland? Können Sie erklären, fragt sie mich, warum Schächten keine Tierquälerei ist?
Also ich kann das sehr schwer, weil ich kein Tierarzt bin und weil ich gemerkt habe, auch mit Wissenschaftlern, die über das Sterben reden, dass sie das meistens selbst noch nicht erfahren haben. Sterben tut wahrscheinlich immer weh und ist nie schön. Gott hat übrigens das Schächten nicht befohlen. Er hat das Schlachten von Tieren unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist barbarisch und was ist schlimm und was ist mehr oder weniger Tierquälerei, dann müssen wir uns hier ganz nüchtern sagen, die Alternative ist nicht, ob Juden ihre Tiere schächten oder sich die Wurst im Supermarkt kaufen, sondern die Alternative ist, wie Juden Tiere halten, wie auch in Israel Schlachttiere gehalten und dann getötet werden, und wie das bei uns passiert. Und da ist nicht nur die Frage, ob man jetzt mit dem Messer ein Tier umbringt oder ob man es mit dem Kolben erschießt oder mit dem Gewehr oder mit irgendeinem anderen Mittel ums Leben bringt, sondern da gehört die Frage der Massentierhaltung dazu. Und ich denke, das ist gut, wenn wir diese Frage stellen. Aber dann sollten wir vergleichen, wie werden Tiere geschlachtet, wenn sie nicht geschächtet werden. Und ich bin da kein Experte, aber ich habe mir von Leuten sagen lassen, dass das bei uns auch nicht immer human zugeht und manchmal furchtbar auch die Zeit davor, die die Tiere erleben müssen. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir diese Fragen stellen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Schochet, einem jüdisch-rituellen Schlächter, gesprochen. Und ich habe mich da gewundert, wie genau er oder wie genau Juden das nehmen. Also wenn da Hühner geschlachtet werden und dann wird nach jeden 10 Hühnern nimmt der Aufseher das Messer und prüft an den Fingernägeln, ob da eine Scharte drin ist in diesem rasiermesserscharfen Schlachtmesser. Und wenn da eine kleine Scharte drin war, dann sind die ganzen 10 vorhergehenden Hühner nicht koscher. Das heißt, sie können nicht so verkauft werden, wie das ist ein ziemlicher finanzieller Schaden. Und deshalb ist ein Anreiz da, das ganz genau nach Vorschrift zu machen. So eine Scharte kommt zum Beispiel, wenn bei dem Schlachten das Messer hinten ans Rückgrat stößt. Dieser Schochet hat mir gesagt, dass er ist ständig unterwegs. Jede Woche dreht er so den Kreis von Jerusalem nach Marseille, nach Paris, nach Frankfurt, nach Warschau und wieder zurück, um das zu beaufsichtigen. Also es ist eine höchst komplizierte Sache. Es ist nicht einfach nur so, dass jeder Jude jetzt schlachten kann, wie er will, wenn das wirklich koscher sein muss. Dieser Schochet, der nicht nur Rabbiner ist, sondern auch Metzger und Tierarzt, hat mir gesagt, für uns ist das die schrecklichste Art, ein Tier zu töten, wenn wir direkt mit das Messer durch die Kehle ziehen. Aber er sagt, für das Tier ist das Schächten, so viel wir heute wissen und soweit man das sagen kann, die schönste Art zu sterben. Ich möchte nochmal sagen, es ist gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Aber wir müssen auch sehr aufpassen, dass bei diesen Diskussionen von unseren Gefühlen her gegenüber Juden nicht ganz viel antijüdisches Denken hochkommt. Und ich möchte Sie da auf eines gerne aufmerksam machen. Wir denken oft, das Neue Testament bringt uns das Humane, das Menschliche, das Aufgeklärte, das Neue, während das Alte Testament das Alte eben ist, das Barbarische, das Grausame. Wenn es um das Schlachten von Tieren geht, ist genau das Gegenteil der Fall. Das Alte Testament sagt uns ganz klar, dass das Schlachten von Tieren ursprünglich nicht zum Willen Gottes gehört hat. Erst nach der Sintflut hat Gott es zugelassen, dass Tiere geschlachtet werden. Und der Ausblick des Alten Testamentes ist ganz ausgesprochen auf eine Zeit, in der selbst ein Löwe kein Lamm mehr reißen wird, selbst ein Wolf kein Zicklein mehr reißen wird. Ich möchte Ihnen diese Verse aus Jesaja 11 vorlesen. Es ist dieser Zusammenhang, wo von einem Reis die Rede ist. Sie haben um die Weihnachtszeit herum diesen Text bestimmt immer wieder gehört. Aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel
Frucht bringen wird, dann heißt es, auf diesem Reis, auf diesem Messias wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann heißt es in Jesaja 11, Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie das Wasser die Meere bedeckt. Das ist das Faszinierende, dass die Bibel uns ganz klar zeigt, dass Schlachten, das Essen von Tieren immer etwas war, was nicht ursprünglich so gedacht war. Und ich denke, da sollten wir die Diskussion auch führen. Nicht auf einer Ebene, das ist barbarisch, dass man hier ein Tier mit einem Messer tötet. Vielleicht ist es viel barbarischer, sie durch Elektroschocks zu töten, wie das mit Hühnern bei uns gemacht wird. Und bevor wir da diskutieren, genau hinsehen und vielleicht fragen Sie dann doch noch einmal Experten, also Tierärzte, Forscher, die in diesem Bereich arbeiten. Biblische Impulse von Johannes Gerloff, aktuelle Nachrichten aus Israel, dazu Hintergründe zum Geschehen im Nahen Osten aus erster Hand. Das können Sie jede Woche nur hier bei Fokus Jerusalem sehen. Die Produktion dieser Sendung ist ohne Ihre Hilfe nicht möglich. Wir benötigen Ihre Gebete und Ihre Spenden, um uns immer wieder neu der großen Herausforderung zu stellen. Wir möchten ausgewogen und umfassend aus dem Heiligen Land berichten. Unser Spendenkonto lautet Medienförderung Shalom Israel e.V. IBAN DE 36 66 05 01 01 0108 237553. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Die Zuwendungsbescheinigungen für das Jahr 2016 wurden mittlerweile versandt. Von einigen Spendern haben uns die Banken leider keine Adressen übermittelt. Falls Sie uns 2016 unterstützt und noch keine Spendenquittung erhalten haben, melden Sie sich bitte. Wir haben für Sie eine Hotline eingerichtet, die rund um die Uhr erreichbar ist, auch am Wochenende. Sie hat die Nummer 0800 7243 240. Anrufe aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz sind kostenfrei. Wir sind auch im Internet aktiv. Eingeblendet sehen Sie unsere Erreichbarkeit über E-Mail, Facebook und Twitter. Wir verabschieden uns mit Musik von Ricky und Martin, einem deutsch-holländischen Ehepaar, das in Jerusalem lebt. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Shalom. Thank you.
und nächste Woche sehen Sie bei Fokus Jerusalem SodaStream, Harmonie am Arbeitsplatz zwischen Juden und Arabern. Gegen den Hass, Juristen und Studenten kämpfen gegen Mobbing im Internet. Johannes Gerloff beantwortet Zuschauerfragen, Damaskus.